Ihre Pizza. Linda, wer ist das? Niemand, Liebling. Verraten Sie mich nicht, bitte. Hey, was ist das denn? Pizza? Hast du den Verstand verloren? Komm mal her. Schatz, das ist nicht meine. Ein Missverständnis. Was dir erlaubt ist, sind Gurken und Wasser. Erinnerst du dich? Komm, atme. Also, was wollen Sie hier? Da war ein Fehler im System. Oh, also kriegen wir gratis Pizza? Was ist das für eine? Oh nein, nein, Sir, das ist nicht Ihre Pizza. Da war wohl ein Fehler bei der Adresse. Diese Bestellung ist für das Haus nebenan. Ah, diese Smiths. Seine Frau wird bald nicht mehr durch die Tür passen. Naja. Okay, verschwinden Sie. Ja, sicher. Wenn sowas nochmal passiert, dann kriegst du nur noch Gurken und Wasser für den Rest deines Lebens. Kapiert? Ist gut, Liebling. Ich kann dich nicht hören! Ist gut, Liebling. So ist brav. Verzeihung. Was wollen Sie? Ich weiß nicht, wie man das Tor öffnet. Das läuft doch übers Handy, Sie Idiot. Danke. Bis dann. Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Ah, hör zu, ich will doch nur, dass du schlank bist, weißt du? Ja. Liebling. Ja. Ja, Harvey. Aber ich kann das nicht mehr. Man muss trainieren, um dünn zu sein. Ah! Oh. Oh. Sie sind es. Sie denn hier? Verzeihung, ich habe gehört, dass Sie Hunger haben. Sie haben die Tür nicht geöffnet. Hier. Oh mein Gott. Danke sehr. Mein Lebensretter. Was? Keine Sorge. Das ist Harvey, mein Freund. Bloß ein Spielzeug. Harvey ist dein Freund. Das ist, für andere Leute, aber sie müssen essen. Ich habe ewig nichts Richtiges gegessen. Ich helfe gern. Okay, ich geh mal wieder. Nein, halt. Bleiben Sie und essen Sie was. Ich muss Ihnen danken und... Haben Sie keinen Hunger? Wasser und Gurken wären okay. Kommen Sie rein. Also, wieso bleiben Sie hier? Offensichtlich liebt er Sie nicht. Er macht Sie nur runter. Nein, er ist nett.
Er will doch nur, dass ich gut in Form bleibe. Oh, ja, natürlich. Er ist nett. Er ist nett. Er reißt nur gern Schmetterlingen die Flügel aus. Er ist nett. Er arbeitet bloß für die Taliban. Er ist nett. Aufhören. Morgen werde ich das bereuen. Aber heute bin ich glücklich. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nicht reden. Hi, Schatz. Hey, wie sieht's aus? Ich schau nur eine Serie und chille. Warte. Was ist das an deiner Wange? Das ist Lippenstift. Lippenstift also, hä? Weißt du was, Süße? Es ist Zeit, dich zu wiegen. Also, hol mal die Waage. Ich warte auf das Ergebnis. Na klar, Schatz. Bis dann. Ich bin geliefert. Wieso? Sagen Sie ihm, das Gewicht ist okay. Er ist ein Technikfreak. Die digitale Waage schickt ihm eine Nachricht. Also gut. Wie viel habe ich gegessen? Doppel-Peperoni-Pasta, so etwa ein Pfund. Plus eine Zimtschnecke, plus Limo, noch etwas. Wie viel sollen Sie denn wiegen? 50 Kilo höchstens. Oh nein. Ich habe eine Idee. Wie viel wiegt das? Etwa 300 Gramm. Er bringt mich um. Linda, ich schau dich an. Du bist die wunderschönste Frau auf der Welt. Quäl dich doch nicht wegen diesem Idioten. Du kannst das nicht verstehen. Ich kann nicht anders. Ich habe eine Idee. Wo ist die Waage? Okay, das sind so um die 50 Liter. Das sind dann so ungefähr 50 Kilo. Nur ungefähr? Ich muss es genau wissen. Das ist schon richtig. Genommen? Willst du mich an der Nase herumführen? Danke, Dan. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich habe gern geholfen. Ich werfe das unterwegs weg. Okay. Bis dann. Bis dann. Willst du mich zum Affen machen? Was ist hier los? Hier müssen irgendwo Kameras sein. Und er hat dich gesehen. Verbindung. Hier ist auch keine. Es ist vorbei für uns beide. Alarmstufe! 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 Harvey ist dein Freund, hä? Ich bin bloß ein Spielzeug.
Hey, keine Sorge. Wir werden eine Lösung finden. Alarmstufe. 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 Linda! Huhu! Süße! Ich warne dich. Versuch keine Tricks mit mir. Süße, du weißt schon. Ich will nur das Beste für dich, weißt du? Ich will dich dünn und wunderschön, weißt du? Linda! Versteck dich nicht, ja? Was soll das? Das ist jetzt wohl zu spät, Schatzi. Da ist wohl dein tapferer Retter, ja? Nein, nein, Sie machen einen Fehler. Sie suchen ihn. Er ist in mein Haus eingebrochen. Er ist kriminell. Oh! Hier sind also die ganzen Beweise, Officer. Gott sei Dank ist das vorbei. Aber was soll ich denn jetzt nur machen? Naja, zuallererst könnten wir eine Pizza bestellen. Man muss Gurken essen, um dünn zu sein. Halt die Klappe, Harvey!